5 Sekunden Strafe, Daniel? 3. Aber es war nicht gewollt. Ich habe viel zu spät gebremst. Und, warte. Ja, okay, Jeff. Ich habe zu spät gebremst, habe dann aber volle Kanne gebremst, aber bin halt über die letzte Doppelkurve drüber gefahren. War dumm. Och man, 3 Sekunden rausfahren ist echt geil. Was für ein Chaos-Rennen, das hatten wir ewig nicht mehr. 18. Also Japan, komische Strecke, anspruchsvolle Strecke. 18. ist schon okay. Ich finde die voll geil, die Strecke. Die ist kommt mir auch so. aus dem Need for Speed-Teil, kommt die mir auch irgendwie bekannt vor. Ich glaube Most Wanted 2 bist du hier auch gefahren. Warum kriege ich dafür keine Strafe, Mann? Ey, das ist Schiebung hier! Ich hab den sowas von weggerammt! Red Bull, weißt du, Rennstall Red Bull macht sich schon wieder dicke Hose, ey, nur weil sie Geld haben, ja? Du meinst Scuderia Toro Rosso. Ah, ist doch selber da. Ey, ich hab 52% und einen gelb-roten Frontflügel. 3 Sekunden Strafe und ich lass mir den Frontflügel auch wechseln. Das wird echt interessant. Vor allem, wie schnell sich dann die harten Reifen abnutzen, weil ich hab mir jetzt vorgenommen, ich reize die gelben noch ein bisschen aus. Auch wenn ich damit nicht gut fahre. Ich will halt keinen Platzer. Lieber schlechter fahren als Platzer, wa? Ja, Platz bist denn du jetzt 5. ne? Ja, danach Verstappen und dann du. Also, ja. Für mir durch die 3-Sekunden-Strafe spricht mir diese Lücke auf jeden Fall zu. Wie viel müssen wir überfahren? 13. Oh, ich habe schon wieder zu spät gebremst. Nein. Leck mich! Noch eine 3-Sekunden-Strafe. Ja, 6 Sekunden. Jawoll! Da bin ich doch ran jetzt. Aber ich weiß nicht, wie ich das vermeiden soll. Lol, Verstappen, bist du behindert? Stopp. Eine Runde muss ich noch. Vettel war eben schon, wir blockieren uns auf jeden Fall nicht. Wie lange ist ein Vettel in der Box? Ach so, jetzt Mist. Bitte kein Frontflügel. Das läuft gerade überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Alter, wie lange die für den Boxenstopp brauchen? 2,8 Sekunden. Hier gehen viele in die Box jetzt schon. Mhm. Ja, pass auf, in echt bist du da 0,1 Sekunden hinter dem Rekord, ne? Ja, und Dominik macht einen 1,9er in der letzten... Oh, der ist wieder rausgeflogen! Wen hast du denn da, Rad? Mach das war ich nicht! Wen hast Vielleicht ist es immer noch der. Bei mir ist gerade Magnussen rausgeflogen, ja, ne? Das ist ja kein Ding. Hamilton hat auch auf hart gewechselt. Okay, das werden alle machen. Es gibt eigentlich immer... Felix, denk an den Cent, ne? An was? An den Cent. Ja. Den braucht er ja nicht mal, wenn ich 6 Sekunden habe. Vettel macht heute die Punkte für Ferrari, nicht ich. Den hau ich raus. Mein Ziel ist wirklich Platz 6, aber realistisch 7, 8 mit den Strafen. Ey, Daniel, 100 Euro, dass ich ihn nicht rauskicke. Ja, bist du dabei? Sehr gut. Hab Videomaterial, hab Videobeweis, dass du ja gesagt hast. Ich hab nee gesagt. Du hast ja gesagt. Boah, Alter, wer ist denn das hier? Palmer? Nee. Auf jeden Fall habe ich hier gerade ganz dicht welche an mir dran. Kannst du mir mal sagen, ob ich gerade einen abgeschossen habe, weil der hat mich gerade irgendwie ein bisschen angeschubst. Ja, die schießen sich damit auch selbst immer ab. Ui. Also gerade sehe ich. Wie ich da zweimal die letzte Kurve verkacken konnte, ist mir echt ein Rätsel. Zu spät bremsen, so lächerlich. Wenn einer vor mir fährt, okay. Aber es war ja zweimal fast freie Fahrt. Oh, Palmer kommt dran, was ist das denn hier? Schraub schneller, das ist ein scheiß Frontflügel! 8,4 Sekunden. Ich hätte den vielleicht doch beiden sein. Wobei, auf Dauer wirkt sich das vielleicht positiv aus. Jetzt bin ich auch in der Box, ich war 11. Wer allein fährt noch Medium? Okay. Komm! Fahr Didi, bitte! Da ist er schon! Da ist Daniel. Wo bist denn du? Direkt hinter dir. Ja, okay, 6 Sekunden easy. 4,9 nur mit Reifenwechsel. Was? Ja, da haben sie sich aber gerade richtig Zeit gelassen. Die haben geschlafen bei dir. Bin ich 19. Muss Gutierrez nicht mehr in die Box? Doch, der hat mit Orange angefangen, wa? Mhm. An den komme ich auch gut dran. Boah, ja, jetzt Duell da vorne. Ey. Ich will mir nicht direkt wieder was abfahren. Ich weiß nicht, wo man hier angreifen kann. Das ist halt super Topspeed. Auf der langen Geraden gleich. Hm. Kurz mal Hallo gesagt. Im Rückspiegel den Stinkefinger gezeigt. Du kleiner Arsch, Alter. Und dann geht's los.
Das kriegst du jetzt wieder. Ne, ihm habe ich im Rückspiegel den Stinkfinger gezeigt. Also ihm in den Rückspiegel gehalten. Ach so. Nicht dir, ja, ja. Jetzt red ich noch raus hier, ja, ja. Ach gut, Jerris. Der lässt mich voll auf dich auflaufen. Das ruckelt bei mir. Was ist denn heute los? Zieh in die Kurve! Oh! Außen vorbei. Ich bin innen. Das war so ein, wie nennt man das? Fuck. So ein Todkommando oder sowas, keine Ahnung. Oh, dafür keine Strafe gekriegt. Leck mich, da hab ich zwei gekriegt. Na, so. Aber ich hab mich gerade in der ersten Kurve voll verbremst, bin dann einfach nur noch außen und dann einfach wieder reingeschert. Ich glaube, ich hätte gerade gegen Gutierrez nicht mal so ein Risiko gehen müssen, weil der bestimmt jetzt an die Box ist, oder? Nee. Noch nicht? Okay, dann war's gut. Der hat harte Reifen drauf. Ich schätze, dass der. Ah, stimmt, ja, okay. Dann ist es echt schlau, wenn er noch bleibt. Nasra, aber vor mir muss bitte auch noch. Ich fahre aber scheiße, so wird das ja nichts. Ja, du staubst ja einfach die ganze Fahrbahn immer voll. Ja. Junge. Ich setze heute auf Sichtbehinderung. Ich seh's schon hier! Aber dadurch komme ich ran. Hm. Musst du ja, wie gesagt, nicht mal. Aber ich möchte. Willst du das wirklich? Ich meine, ich kann jetzt auch einfach ganz safe hinter dir herfahren, aber. Oh, Alter, Daniel, da bist du ja gerade so hart rausgekommen, da dachte ich gerade, du fährst den rechten. Ich will nichts heraufbeschwören, aber mit der Kurve bin ich bisher, auch wenn ich immer mal gerutscht bin, ganz gut klargekommen. Die Frage ist, kommen wir überhaupt noch an die Top 3 da vorne dran? Top 3 wird schwer, aber 5-6 ist, finde ich, realistisch. Nasre muss noch. Dann mal gucken, die nächsten drei Runden geben Aufschluss darüber, wie die Boxensituation ist und dann heißt es gut fahren. Ja. Könnt ihr hinter euch mal welche abräumen? Warte, ich habe gleich Giancarlo Filicchese am Start. Leichte Ausspracheprobleme. Ja. Ein paar Buchstabendreher. Wer hat denn hier die Bubbles mitgenommen? Ich nicht. Wobei doch, bestimmt beim einen Abkürzen, ich weiß es nicht. Ich muss mir gleich auf jeden Fall nach der Aufnahme direkt nochmal den Start angucken. Das ist so ein Chaosrennen. Auch jede Kurve ist erneut wieder ein Chaos und jede Kurve fahre ich wieder anders. So, jetzt bin ich endlich mal an Nasre rangekommen. Jetzt kann er bitte nach der Runde in die Box gehen. Wehe, der war schon. Er kann doch nicht hier vorne mitfahren. Hat vielleicht einen Undercut gemacht, aber es würde nichts bringen. Oh Mann, hast du gesehen, wie ich dran war? Naja, sicher. Jetzt hast du ihn. Ne, jetzt kreuzt er aber gleich nach links. Das ist scheiße mit der Ideallinie und den NPCs. Tschüss. Oh! Mega ausgebremst, ich bin voll früh auf die Bremse gegangen bei der zweiten Kurve. Bei der ersten bin ich... Ich habe ja auch gerade ausgebremst. ...wieder Risiko gegangen. Er ist schon wieder mitgeholt. Oh, da schließt er direkt wieder auf hier. Hier bin ich nicht gut rausgeschleunigt. Kurve ist aber auch kacke, also wirklich. Du kommst da aus einer Rechtskurve und musst dann einfach in kürzester Zeit auf eine Linkskurve wieder einswitchen. Die auch noch hoch geht. Ja, ich glaube, in echt ist das... Dein Körper wird da so hart beansprucht. Mhm. Oh, fuck, jetzt bist du weg. Grosjean ist noch vor mir, der muss doch bitte noch an die Box. Vettel ist Erster, bitte bring das durch, Mann. Vor den Mercedesen. Wenn die beiden schon Zweiter und Dritter oder sowas sind in der Art, oder von mir ist es einer noch Vierter... Das ist viel zu gut für die. Der muss die Punkte holen. Und ich versuche noch so gut wie möglich zu werden für die Konstrukteurswertung. Dominik, dein Stand? 14. Ist noch drin? Jetzt 13. Muss man wenigstens sagen, wenn du überholst. Sonst weiß ich gar nicht, wann du überholst. Dann kann ich nicht auf dich schalten. Du musst, ja, ich muss mich konzentrieren. Jetzt. Ja, du musst ja nicht schreien oder so. Aber wenn du sagst, ja, oder so, ja, dann weiß ich wenigstens so, ja, da könnte ich mir mal Dominiks Ansicht angucken. Könnte, ne? Ja, ansonsten gucke ich einfach meine und höre darauf, wer was sagt. Und schneide nebenbei. Oh, Daniel, da bin ich wieder. Ja. Was war das denn? Oh, Daniel, was machst du? Ich weiß, weg mit dir! Ich weiß nicht, warum da auf einmal die Kontrolle so verloren gegangen ist. Wie viel da? Ja, 6. easy, ne? Immer noch, ja, aber... Auch mit den 6 Sekunden? Nee, da bin ich bestimmt jetzt 8. oder 9. Guck mal, die sind hinter uns, Felix. Ey, du sagst, wenn du überholst, ne? Ja. Okay.
Weil mir werden schon Pfeile angezeigt, ich werde langsam unruhig. Ey, das ist echt kein perfektes Rennen. Also 3 Sekunden hättest du auch getan. 6 Sekunden, Mann. Aber das ist halt selbst verschuldet. Das lief einfach alles nicht so, wie ich wollte. Vorm Start weg. Aber ich glaube, das können wir alle behaupten. Vor allem Dominik. Was ist los? Ich wurde gerade gedreht. Ja. Da staut sich das ganze Feld. Sehr gut. Wobei, die mir gefährlich werden, die sind noch davor. Was ist denn mit Kür? Der war da vorne mit dabei, ne? Der war direkt nach dem Start dann da vorne. Der hat mega gut gemacht. Der war bestimmt schon, weil der ist jetzt Fünfter. Ich bog mir aber auch einen zurecht, ey. Ender. Ender bestätigt. Ey. Das ist echt hier ein Kampf. Obwohl ich den Kampf eigentlich nicht brauche. Da wird mir gerade schon ein Punkt blau angezeigt. Oh, ich war Elfter. Wer ist denn blau angezeigt? Ich oder was? Nee, da vorne einer aus dem Feld. What? Ja, wurde mir gerade einer blau angezeigt. Ich komme aber halt an die vorderen auch nicht ran, die fahren so konstant, also den Quirt werde ich nicht holen. Ich muss jetzt halt Abstand ausbauen, auf dich wird das schwierig, aber auf die dahinter. Also wir müssen halt zusammen jetzt einfach vorfahren. Ja. Ich meine, du kannst safe minus 1 rechnen bei deiner Position. Jetzt sag nicht die... Ich hab nicht mal gelbe eingestellt. Muss in die Box oder was? Ja. Ins Weiße. Für 3 Runden. Keinmal DRS gehabt, glaube ich. Deswegen weiß ich nicht mehr, wo es das gibt. Nur Start und Ziel gerade. Echt? Nicht auf der Gegengerade? Nein. Okay. Dachte ich eigentlich auch, dass du auf die... Stimmt, beim Qualifying hätte man da ja drauf kommen können. Hier wäre es jetzt einfach mega geil. Hm. Aber vielleicht, weil das halt auch kurvig ist und vor allem gleich hier, wenn man so mit DRS in die Kurve fliegt, da drehst du dich irgendwie sonst was. Die bin ich mal gut gefahren, finde ich. Hier hätte ich sogar noch später bremsen können dieses Mal. Ich bremse in der letzten scharfen Kurve gar nicht. Lass einfach nur rollen. So, auf Daniel habe ich jetzt 2 Sekunden. Oh. Naja, das baut sich aus, aber... Ja, aber hier nicht erst. Oh nein! Der erste Sektor ist halt überhaupt nicht meiner. Also im dritten, da habe ich, wie gesagt, die beste Zeit des gesamten Feldes gefahren im Qualifying. Aber Gesamtzeit halt nicht. Da war ich ja nur Sechster. Durch Rosbergs 5 Plätze Strafe 5. Gut, jetzt gerade 6. Insgesamt im Rennen einen Platz verloren. Aber nach dem Start erst dachte ich, es wird ganz schlecht. Dann bin ich, glaube ich, auf 4 gefahren. Ja, und dann im Rennen die Zeitstrafen bekommen und die Plätze wieder verloren. So hat sich das dann alles ergeben. Ah, komm jetzt mal. Auf jeden Fall die letzten 2-3 Runden und ich kann Dominik nicht fragen, wie es ist, vorneweg zu fahren. Wie das sonst eigentlich schon Routine geworden ist. Fahrer vor mir. Fährt ein junges Mädchen. Jeff sagt mir gerade, dass du vermutlich noch einen Stopp hast. Ja, glaube ich auch. Jeff, wir sind in der 11. von 13 Runden. Ich denke nicht, dass hier irgendwer noch an die Box gehen wird. Mit 33% mit orangenen Reifen, das glaube ich auch nicht. War fast wieder ein bisschen abgekürzt. 9 Sekunden kann ich mir schon gar nicht erlauben. Am besten noch eine Disqualifikation hinterher. Ja. Bitte. Ja, siehst du, wäre ich gut gefahren, dann hätte ich das jetzt ausnutzen können. Das Doofe ist, also ich patze zwar nicht ganz, wobei das kommt drauf an, wie weit die anderen von mir entfernt sind, aber so richtig aufholen kann ich auf Dominik natürlich auch nicht. Der kann dann ganz beruhigt da hinten fahren. Wobei, je nachdem, also Vettel soll bitte auch gewinnen, weil wenn der Hamilton gewinnt, dann wird er echt wieder knapp für mich. Was ist überhaupt hier nach für eine Strecke dran? Ist das schon Brasilien? Weil, boah, was haben wir da noch? Nee, Brasilien, plus Abu Dhabi und Mexiko sind ja die letzten 3. 1 haben wir dann noch. USA! Nee, waren wir da schon? Ja. USA. Nee. Dann ist es USA, Brasilien, Abu Dhabi, Mexiko. Ist das die richtige Reihenfolge? Könnte sogar sein. Kann sein. Kein Plan. Oh, da geht's los jetzt.
Also ja, da geht's los jetzt. Aber vorletzte Runde und kann an sich. Schnellste Runde im Rennen 1,38, über 0,5. Das ist eigentlich schlecht, auch jetzt zum Schluss schon, ne? Also generell von allen Fahrern. Obwohl Benzin leer ist. Na gut, harte Reifen auch. Da, wo man die guten Reifen hatte, war der Tank noch voll. Also es geht doch in Ordnung. Vettel Erster, sehr schön. Bring das bitte durch. Das wäre so bitter, wenn nicht. Komme ich da an den Kür dran? Das sieht sogar ganz gut aus. Da hätte ich mir wenigstens die Sekundenstrafen erspart. Ich kann den jetzt zwar noch überholen, aber was bringt's mir, ne? Also, ich fahre jetzt in zwei Runden keine 6 Sekunden auf den raus. Aber auch wenn ich mir den ein oder anderen sonstigen Fehler erspart hätte, wäre ich vielleicht schon an dem dran. Aber gut, so ist das, ne? Wenn man fehlerfrei fährt, wäre man fast immer vorweg. Ja, und Gegner hätte ich gewonnen. Ja. Genau so. Also Dani, ich habe 2,6 Sekunden auf dich und 7 Sekunden auf Massa. Oh. Das heißt. Ach nee, ich habe ja 6, nicht 9. Ja. Ich bin gerade schon von 9 ausgegangen. 9 wäre ja knapp geworden. Das heißt, du gibst nur an mich den Platz an. Mhm. Naja, das ist, ich mache jetzt noch so einen fatalen. Nee. Ich sei denn, ich mache jetzt so einen fatalen Fehler, dass ich hier nochmal rausfliege. Da muss ich jetzt aufpassen, keine Zeit verlieren. Aber ich muss zugeben, ich fahre ja schon auf Fett. Jetzt bist du wahrscheinlich wieder auf eine Sekunde oder so rangekommen. Ja, ich fahre die ganze Zeit auf Fett, Digga. Ich habe das ganze Benzin eingepackt. Ich habe den ganzen Tank leer. Ja, nee, den ganzen Tank sag ich schon. Ganze Tankstelle leer gemacht, du. Ich muss aufpassen auf Massa. Jetzt, nachdem du das gesagt hattest, habe ich mir schon mal so 2 kleine Fehler erlaubt. Inklusive zu früh bremsen. Das ist ja schon letzte Runde jetzt, ne? Ja. Ja, Giancarlo, und ich bin wieder da. Aber gibt kein DRS, wenn es das nur auf der Zielgeraden gibt. Da fahren wir nur noch einmal rüber, hoffentlich. Also hoffentlich fahren wir es noch einmal. Ich bin raus. Ich auch. Nein! Ach so, er ist durch. Was ist denn mit Vettel? Der war eine Runde vor Schluss war der Erste. Ey. Jetzt würde ich gerne mal das Finish sehen, wie der Hamilton den noch gekrallt hat. Mann, der kann nicht gewinnen. Also in real life schon, aber hier nicht. Innerhalb von einer Runde wahrscheinlich Vettel gleich wieder did not finished oder so. Wow. Ich bin auf die Zeit gespannt. Der hat echt did not finished. Ich war Fünfter. War ich nicht Sechster? Ich habe da gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Okay, wir lassen uns überraschen. Aber es würde doch sonst stehen, oder? Dass Vettel die Session verlassen hat? Nee, das steht da nicht. Bei KIs. So, da kommt jetzt Gutierrez. Dann gucken wir doch mal dem Trolley nochmal zu. Alle im Ziel jetzt. Könnte vielleicht sogar nochmal eine bessere Runde werden. Ja. Doch, Vettel ist Zweiter. Was für eine Zeit. Ey. Knapp eine halbe Sekunde, da hat er sich nicht noch Kuvert abziehen lassen. Kuvert hat's echt mit dem Fünften hingekriegt? Mhm. Wahnsinn. Heftig. Von, weißt ja, du, Daniel, du hattest 9 Sekunden, ne? Du bist Siebter. Ja, aber das ist ja okay so. Ich habe ja vor Vettel gehalten, vor Massa gehalten. Dreimal! Warte, das habe ich mir schon fast gedacht. Dann müssen die Zuschauer und wir auch, in der letzten Folge war das, oder in dieser, ich weiß es nicht, nochmal nachgucken, wo ich meine erste Strafe gekriegt habe, dann habe ich da bestimmt 2 gekriegt, weil ich in dieser Doppelkurve erst die erste Kurve und dann die zweite Kurve halt abgekürzt habe. Und da war erst die eine Meldung und dann hat die sich ein ganz bisschen verändert. Ich bin der Meinung, da habe ich dann wenn direkt eine doppelte gekriegt. Also mir war das jetzt nicht bewusst, ich bin von 6 ausgegangen. Mich ärgert's aber, dass der Kür zwar Platz 5 gemacht hat, aber halt alle Konkurrenten davor sind. Hamilton, Rosberg. So, gesamt. Oh, Hamilton hat mich überholt. Ich dachte, der kann mich nicht überholen. Och, ist ja noch blöder. Konstrukteurswertung, 18 Punkte Mercedes vorne. Ja, Japan war das pure Chaos. 4 Rennen sind noch zu gehen. Oh. Vor ungefähr 1-2 Minuten haben wir auch gesagt, welche USA als nächstes. Das ist auf jeden Fall für uns wichtig zu merken. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Peace.